Eure Sprache sei heilig. Plädoyer für eine reine Sprache in der Endzeit. Vielleicht hat sich mancher gefragt, wo dieses steht, dieses Bibelzitat, eure Sprache sei heilig. Das steht nicht so direkt als Zitat, aber der Herr sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Es kommt oft vor, etwa im dritten Mosebuch, in den Heiligkeitsgesetzen, auch im Petrusbrief, ihr seid ein heiliges Priestertum, ein königliches Priestertum, heiliges Volk. Und diese Heiligkeit bezieht sich auch auf unser ganzes Wesen und damit auch auf die Sprache. Wir können nicht sagen, wir seien Christen, wir würden dem Herrn nachfolgen und gebrauchen Ausdrücke, über die sich vielleicht sogar Weltmenschen schämen würden. Und dann kommt es aus dem Mund von Christen oder die sich Christen nennen. Keine Angst, ich werde heute Abend keine solche Fäkalbegriffe hier zitieren. Ich werde nur mal ein kurzes Zitat aus der Volksbibel bringen, aber jetzt auch nicht mit den allerschlimmsten Stellen, sondern ein bisschen gemäßigtere Stelle. Aber jeder weiß vielleicht hoffentlich, was gemeint ist und warum ich dieses Thema wähle. Wir leiden alle darunter, wenn wir hören, wie die Sprache immer mehr verroht oder verlottert, wie es der Bruder Hein gestern gesagt hat. Kürzlich hat mir jemand gesagt, wenn es so weitergeht, dann kann die junge Generation die Bibel, so wie sie an sich übersetzt ist, Lutherbibel oder Schlachterbibel zum Beispiel, gar nicht mehr verstehen. Die verstehen dann irgendwann nur noch, schrecklich auszusprechen, die sogenannte Volksbibel mit X. Das ist ja genau diese Jugendsprache. Man kann auch sagen Gossensprache oder Fäkalsprache mit Begriffen, die fangen meistens mit A oder SCH an. Ich nehme sie nicht in den Mund. Ich sage immer, die anderen Leute machen das auf der Toilette und ich muss es nicht in den Mund nehmen. Wir haben unsere Kinder so erzogen, aber wir wissen alle, wir bemühen uns als Eltern und auf den Schulhöfen und über die Medien kommt natürlich doch manches auf die lieben Kleinen und Größeren zu. Und wir können nur beten, dass der Herr sie bewahrt, dass er sie reinigt und dass er ihnen selber die Unterscheidung der Geister schenkt. Ich hatte gestern ja über Gefahren für die Jugend in der Endzeit gesprochen. Und das ist praktisch jetzt nochmal eine Vertiefung, speziell was die Sprache angeht. Ich werde aber auch für uns alle etwas bringen über Zungenzünden, auch da, wo wir, ob wir alt oder jung sind, mit unserer Zunge sündigen und wie wir aufpassen können. Ich spreche jetzt hier nicht als jemand, der in seiner Zunge perfekt ist. Jeder, der mich kennt, weiß das und denkt vielleicht, wie kann denn gerade der darüber sprechen, über so ein Thema, ja, der auch manchmal zu viel redet, gebe ich ehrlich zu. Und ich möchte auch um Vergebung bitten, wenn ich auch in der Sprache mich nicht immer perfekt verhalten habe oder verhalte. Der Herr möge auch da gnädig sein. Auch über unsere Worte müssen wir Buße tun, müssen wir den Herrn um Reinigung bitten. Und es gibt manchmal Menschen, die sind sehr lustig und so, aber manchmal machen sie einen Witz zu viel und das ist dann auch schon problematisch oder bis hin zur Sünde. Die Sprache verkommt und verroht immer mehr und über Radio, Fernsehen, Filme, Internet, Smartphone, Medien allgemein werden Ausdrücke in jedes Wohnzimmer transportiert, über die man sich bei gesundem Menschenverstand schämen würde. Es sind Begriffe, wie schon gesagt, aus dem Fäkalbereich, aus dem sexuellen Bereich, aus der Gosse, die an sich in die Toilette oder auch zur Unterwelt gehören, zur Welt der Kriminalität, die heute salonfähig geworden sind, genauso wie die Mode weithin. Auch die Tätowierungsmode, ja, das gab es früher an sich nur bei Kriminellen oder Prostituierten, dass sie sich Tattoos anbringen lassen. Heute, ich weiß nicht, ob ihr mal in einem Schwimmbad wart oder am Meer oder irgendwo, da sieht man das ja schon am Meer bei jedem Dritten schon so ziemlich, Tätowierungen. Ja, man ist da schockiert, wenn man denkt, wie arglos die Leute damit umgehen. Und es ist eine Gewöhnung an das Mahlzeichen des Tieres. Wenn man da noch so irgend so ein zusätzliches Symbol oder irgendein Erkennungszeichen auf die Haut bekommt, fällt das schon gar nicht mehr auf. Auch das verroht immer mehr. Die Tattoo-Studios schießen aus dem Boden. Ich sehe darin auch ein Zeichen der Endzeit. Wer sich hat schon tätowieren lassen, dann Buße darüber tut, der kann auch davon gereinigt werden, Gott sei Dank. Aber es ist oft sehr schwer, diese Sachen wieder von der schönen Haut, ursprünglich schönen Haut wegzubekommen. Und viele, die dann gläubig wurden, bereuen das zutiefst, dass sie das haben machen lassen. Ich kann nur davor warnen. Wie gesagt, nur Sklaven wurden früher gepfriemt, haben diese Ringe bekommen und auch die Tattoos und all diese Dinge. Heute ist das Mode geworden, in der Endzeit wohl bemerkt. Die Bibel sagt,
Der Herr Jesus spricht in Matthäus 12, Vers 36, ich sage euch, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Und in Vers 37, nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Das ist eine ganz wichtige Stelle, die uns zeigt, wie wichtig auch unsere Worte sind, dass wir den Herrn immer wieder bitten sollten, bewahre mich vor Sünde, auch in meiner Sprache, in meinen Worten, in meiner Ausdrucksweise, in der Wahl meiner Worte. Es gibt unreine Worte, die uns selber verunreinigen. Und die sollten nicht in das Vokabular eines Christen gehören. Stattdessen gilt, was in Philipper 4, Vers 8 steht. Im Übrigen, ihr Brüder, soll man bedacht sein auf das, was wahrhaftig ist, was also der Wahrheit entspricht. Wir sollen nicht lügen, ich werde darüber noch einiges sagen. Was ehrbar ist, saubere, anständige Ausdrucksweise, die dem Herrn Freude macht und ihn ehrt und auch uns nicht hinunterzieht oder beschämen muss. Was gerecht ist, was rein ist, da steht's, ja. Was liebenswert ist, freundliche Worte, sanftmütige Worte. Was wohllautend ist, keine Schimpfworte oder üblen Ausdrücke. Und was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Nun, ich kann euch nicht ersparen, ich muss doch noch drauf eingehen, auf dieses Thema Volksbibel, wie gesagt, mit X geschrieben. Das kommt von den Underground Comics. Die schreiben sich auch mit X, würde ich auch auf keinen Fall empfehlen. Das ist auch so wirklich aus der Unterwelt und üble Dinge, Pornografie und Gewalt und Okkultismus. Und da haben sie das X übernommen aus dieser Gossenszene, ja, in St. Pauli und so weiter, aus dieser Untergrundwelt und haben es gewagt, das heilige Wort Gottes anzutasten, umzuschreiben in einer gotteslästerlichen Form. Ich frage mich, warum sie es mit dem Koran nicht gemacht haben bis jetzt. Ich vermute, die, die das tun, würden nicht lange leben. Kann ich sogar sicher sein, dass die das... Aber wir Christen und auch die Juden offenbar, das Alte Testament wurde ja auch schon in diese Gossensprache übertragen, wir haben viel Geduld mit solchen Autoren. Und das Schlimme ist, es wird sogar von der größten christlichen monopolisierten Verlagskette, nicht weit weg von hier ist das Zentrum, vermarktet. Man kann es ja sagen, SCM, ja, Stiftung Christliche Medien. Undenkbar wäre das noch vor wenigen Jahrzehnten gewesen. Niemals wird Gott eine solche Sprache sprechen oder gutheißen, die eben hier in dieser Jargonsprache in den Mund gelegt wird. Welches Gericht wird Menschen einmal treffen, die sich so an Gott und seinem heiligen Wort versündigen? Ich möchte ein paar Zitate bringen, weil es ja jetzt um die Heiligkeit der Sprache geht. Aus der Erklärung zur Volksbibel. Viele Brüder, darunter auch einige der hier anwesenden Brüder, haben schon im Jahr 2005 oder 2006 als Reaktion auf das erste Erscheinen dieses Machwerks eine Erklärung zur Volksbibel verfasst. Ich habe damals die Überschrift vorgeschlagen, Gott lässt sich nicht spotten. Und das wurde dann auch darüber gesetzt, über diese Erklärung aus Galater 6, Gott lässt sich nicht spotten, Erklärung zur Volksbibel. Das wurde unterzeichnet von verschiedenen Brüdern, ich sage mal ein paar Namen, Herbert Becker, allen wohl bekannt hier, früherer Inspektor der Evangelischen Gesellschaft, Erich Brüning, auch schon heimgegangen, Rudolf Eberzeus, er hat die ursprüngliche Fassung formuliert, auch von meiner Wenigkeit. Dann auch zum Beispiel Bruder Karl-Hermann Kaufmann hat es unterschrieben, Walter Keim, der auch hier spricht, Gottfried Meßkemper, der auch schon beim Herrn ist, Manfred Michael von Aufblick und Ausblick, Wolfgang Nestvogel, Manfred Paul von Missionswerk Heugelbach, Lienhard Pflaum, inzwischen auch schon in der Ewigkeit, Sigmar Platzen, der auch hier schon gesprochen hat diese Woche, Siegfried Pomian, der hier die Aufnahmen macht, ich darf es mal erwähnen, vielen Dank, lieber Bruder Siegfried, ganz bescheiden im Hintergrund, brauchst nicht rausschneiden, lass ruhig drin. Dann Johannes Ramel, der ja auch hier viele Jahre gesprochen hat, Martin Traut, unser Hausvater und viele andere. Und was haben wir damals unterschrieben? Ich möchte es euch vorlesen und ich denke, wir stehen heute noch genauso dazu, zu dieser Erklärung. Wir haben damals gesagt, im Dezember 2005 erschien ein Buch auf dem deutschsprachigen christlichen Buchmarkt, das keinem gläubigen Christen gleichgültig sein kann, der den Herrn Jesus und das Wort Gottes liebt. Es handelt sich um die sogenannte Volksbibel, eine Übertragung des Neuen Testaments in den Jargon der modernen Jugendszene. Dieses Buch wurde hauptsächlich von Martin Dreyer verfasst, dem Begründer der Jesus Freaks, einer charismatisch geprägten Jugendbewegung.
Es geht unter anderem auf sogenannte Weissagungen zurück, die Dreier von Charismatikern bekam und nach denen er wie Matthäus berufen sei, die Bibel den Menschen von heute neu zu vermitteln. Also ihr merkt euch, eine unbiblische, okkulte Handauflegung hat dieser Geist ihn beauftragt, dieses Wort Gottes so zu verfälschen. Und wir sagen weiter, dass ursprünglich der Brockhaus Verlag das bringen sollte, aber dann hat man, um diesen Ruf nicht zu schädigen, einen eigenen Volksbibelverlag gegründet. Übrigens maßgeblich gefördert von Ulrich Eggers, der auch heute ein evangelikales Zeitschriftenimperium und die ganze SCM-Verlagskette sehr stark prägt, ökumenisch, charismatisch. Und bibeltreue Autoren haben in diesem Imperium keine Chance mehr. Ja. Bin da auch betroffen, auch viele hier unter uns. Aber wir wollen da auch gar nicht kooperieren. Wir wollen uns davon fernhalten und absondern. Denn das geht in die große babylonische Vermischung, diese ökumenisch-pseudocharismatische Welle. Wir haben damals gesagt, unserer Überzeugung nach geht es hier um etwas ganz anderes. Mit der Volksbibel ist ein geistlicher Dammbruch geschehen, der schwerwiegende Folgen haben wird, wenn wir uns dem nicht entschlossen entgegenstellen. Schon zuvor sind verschiedene moderne Übertragungen der Bibel in die Sprache der Gegenwart erschienen, die eine bedenkliche Verflachung und Verwässerung der biblischen Botschaft mit sich brachten und Gottes Wort nicht mehr getreu und angemessen wiedergaben. Also diese ganzen freieren Übertragungen, Hoffnung für alle, gute Nachricht, auch neue evangelistische Übertragungen und so weiter, das sind alles eher schon Interpretationen, als dass sie das Wort wirklich wortgetreu wiedergeben. Und dann haben wir gesagt, nun aber sind mit der Volksbibel letzte heilige Grenzen überschritten worden. Unter dem Vorwand einer jugendgemäßen Sprache wurden bisher unvorstellbare Verzerrungen, Verfälschungen und Lästerungen in einem Buch veröffentlicht, das sich als Bibel bezeichnet und das von einer Verlagsgruppe, die als evangelikal gilt. Nur mal ein Beispiel, was jetzt nicht ganz so extrem ist, in Matthäus 11, 25, das wird so übersetzt, Jesus fing an, vor allem mit Gott zu reden, hey Papa, du regierst über das ganze Universum, yes Daddy, du hast Bock, dass es so passiert und nicht anders, mein Papa hat mir den Joystick für diese Welt in die Hand gegeben, lasst mich der Boss in eurem Leben sein. So wie wenn Gott so sprechen würde, ja, in dieser Jargon-Sprache. Und das ist jetzt eine harmlose Stelle noch gewesen. Das mit A und SCH gebe ich hier nicht wieder. Und dem Herrn Jesus werden Verhaltensweisen unterschoben, zum Beispiel, er sei sichtlich genervt, Johannes 2, 4 oder super genervt, Matthäus 16, 23, in Johannes 2, 15, übersetzt Dreier oder behauptet Dreier. Jesus rastete plötzlich total aus. Ja, wird hier so als Verhaltensweise des Sohnes Gottes behauptet. Und als er in Lazarus auferweckt, wird Johannes 11, 38 so wiedergegeben. Jetzt wurde Jesus erst richtig sauer und dann brüllte er, Lazarus, komm jetzt raus. Ja, so in diesem Stil, wie so ein Mensch, der keine Vollmacht hat über den Tod hier. Während Jesus einfach das Machtwort, das Schöpfungswort gesprochen hat, Lazarus, komm heraus. Ja, nicht genervt, sondern in Vollmacht hat es Jesus getan. Aber hier merkt ihr, dass ein anderer Geist hier versucht, Gott und Gottes Wort zu verfälschen. Und deshalb haben wir damals gesagt, wir sind der Überzeugung, dass die Volksbibel das Werk eines irreführenden Geistes aus dem Abgrund ist und dass diese lästerliche, gefälschte Bibel einen anderen Jesus bezeugt als den, der sich in der echten Bibel offenbart hat. Durch ein solches verfälschtes Werk kann nach unserer Überzeugung niemand zum wahren Glauben an den Herrn Jesus Christus geführt werden. Es ist ein falscher Jesus, ein Party-Jesus, ja, der beim McDonald's das Speisungswunder durchführt. Und solche Behauptungen stehen da drin. Es hat nichts mit dem Sohn Gottes mehr zu tun. Und wir haben gesagt, der wahre Heilige Geist, der den Herrn Jesus Christus verherrlicht, wird sich niemals mit solchen unheiligen, schmutzigen Abartigkeiten verbinden. Es ist für uns undenkbar, dass jemand, der den Heiligen Geist in sich hat, solche Perversitäten verfassen könnte. Aber in der heutigen, an Irreführungen reichen letzten Zeit gibt es leider viele, die sich wiedergeborene Christen nennen und gar nicht wirklich wiedergeboren sind. Natürlich, nur Gott sieht in das Herz. Aber an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und diese Früchte sind nicht gut. Und wenn sich da jemand bekehrt, ist ein falsches Gottesverständnis dahinter.
Wir müssen erleben, schreiben wir weiter, wie ein verkehrtes, falsches Christentum ohne Gottesfurcht und Heiligkeit sich ausbreitet, geprägt von Weltlichkeit, Unreinheit und ungehemmter Selbstverwirklichung. Hier müssen sich die Geister scheiden. Und das ist das, was wir heute in vielen Gemeinden erleben, wo auch diese Lästerbibel in Anführungsstrichen, eben Bibel in Anführungsstrichen verbreitet ist. Und ich sage immer, wenn sowas in eure Gemeinde eingeführt wird, spätestens dann ist die letzte Grenze überschritten. Weil das kann ein echter Christ nicht gutheißen. Da muss man hinausgehen. Ermahnen, auftreten, aber wenn es nichts hilft, austreten. Ja, und deshalb haben wir gewarnt davor und auch empfohlen, in Buchhandlungen, die so etwas vertreiben, nicht einzukaufen.